Shakonage, ständiger blauer Dunst. So nennen die Cherokee-Indianer die Bergwälder der Great Smoky Mountains. Der charakteristische Dunst soll das Werk des großen Geistes sein. Erzürnt über lange und unergiebige Friedensverhandlungen hatte er die Unterhändler in Friedenspfeifen verwandelt. Ihren Rauch bannte er über die Berge als ständige Warnung für die Menschen, ernsthaft den Frieden zu suchen. Die wissenschaftliche Erklärung hört sich nüchterner an. Der leichte bläuliche Schimmer in der Luft wird von aufsteigender Luftfeuchtigkeit und vom intensiven Stoffwechsel einer weltweit einzigartigen Pflanzenvielfalt verursacht. Da das Naturparadies im dicht besiedelten Osten der Vereinigten Staaten auch ideale Voraussetzungen für zahllose Freizeitaktivitäten bietet, wundert es wenig, dass der Nationalpark mit jährlich über 10 Millionen Besuchern der mit Abstand meistbesuchte des Landes ist. Die beliebteste Route durch die Great Smoky Mountains beginnt in Cherokee, wo der südliche Parkeingang liegt. Die Stadt liegt auf indianischem Reservationsgebiet und wird von dem gleichnamigen Stamm verwaltet. Dank der Besuchermassen, die von hier aus in die sogenannten Smokies aufbrechen, erfahren die Cherokee wenigstens eine Art späte finanzielle Kompensation für lange erlittenes Leid und Unrecht. Der Landhunger und die Gier der weißen Eroberer, die im späten 18. Jahrhundert auch in die Berge der Appalachen vorstießen, hatten die Indianer aus ihrem angestammten Gebiet vertrieben. Die Siedler setzten Anfang des 20. Jahrhunderts auch den Wäldern so sehr zu, dass die amerikanische Regierung beschloss, das Land aufzukaufen und die einzigartige Bergwelt unter Naturschutz zu stellen. 1936 war es schließlich soweit. Der Great Smoky Mountains National Park wurde eröffnet. Die bereits bestehenden Gebäude wurden zum Großteil erhalten und bilden heute ein Freilichtmuseum. Perfekt wird die Illusion der Pionierzeit bei einer Geschichtsstunde, in der Schulklassen in zeitgemäßen Kostümen den Alltag ihrer Vorfahren nachstellen. In der Mingus-Mühle wird bereits seit 1886 die Wasserkraft genutzt, die in den Smokies im Überfluss vorhanden ist. Es ist nicht nur eine lehrreiche Show. Im Auftrag der Parkverwaltung produziert ein ehrenamtlicher Müller nach wie vor Mehl und leistet somit einen kleinen Beitrag zur Finanzierung des Nationalparks. Die fischreichen Bäche und Flüsse des Naturschutzgebiets summieren sich auf eine Gesamtlänge von knapp 1200 Kilometern. Ein wahres Paradies für Angler. Thank you.
In der höchstgelegenen Region machen die Smokies ihrem Namen zu viel der Ehre. Zum Verdruss zahlreicher Parkbesucher ein recht häufiges Phänomen. Der Clingmans Dome mit 2024 Metern der höchste Gipfel versteckt sich im dichten Nebel. Sogar 500 Meter weiter unten gibt es statt der vielgerühmten Ausblicke in malerische Täler nur dicke Suppe zu bewundern. Immerhin, die State Line ist zu erkennen. Ungefähr in der Mitte des Nationalparks verläuft die Grenze zwischen North Carolina und Tennessee. Hier kreuzt die Straße auch den Appalachian Trail. Der historische und wegen seiner Schwierigkeit berühmt-berüchtigte Wanderpfad folgt dem Appalachengebirgszug von Georgia bis nach Maine. Die Smokies bilden den höchstgelegenen Abschnitt auf der über 3000 Kilometer langen Route. Bärensichere Mülltonnen erinnern daran, dass die Wanderer auf überraschende Begegnungen gefasst sein müssen. Dass mittlerweile wieder knapp 600 Schwarzbären in den Smokies ihr Revier haben, ist ein eindeutiger Erfolg des Nationalparksystems. Auch zahlreiche andere wilde Tiere, die früher durch Jagd und intensive Holzwirtschaft beinahe ausgerottet oder zumindest vertrieben wurden, leben wieder hier. Insgesamt bevölkern 60 Säugetier und über 200 Vogelarten die riesigen Wälder. Fruchtbare Böden, üppige Regenfälle und eine Höhendifferenz von 1800 Metern innerhalb des Nationalparks sorgen für eine Pflanzenvielfalt, mit der es kein anderes Gebiet der gemäßigten Breiten aufnehmen kann. Bisher haben Biologen knapp 2000 Arten bestimmt, darunter allein 123 verschiedene Bäume. Auch im nördlichen Teil des Nationalparks zeugen zahlreiche historische Gebäude von früheren Bewohnern. Nach so viel Ruhe und idyllischer Natur wartet in Gatlinburg, Tennessee, ein Kontrastprogramm der anderen Art. Das Tor zu den Smokies lockt mit kilometerlangen Malls und einem ausgiebigen Vergnügungsangebot. Auch die örtlichen musikalischen Traditionen werden begeistert gepflegt.